Max Eberl holt zum Rundumschlag aus. Nach der peinlichen Niederlage gegen Heidenheim brannten die Sicherungen des Sportchefs durch. Laut ihm sei die Trainerfrage bei so einem Auftreten der Mannschaft scheißegal. Es sei demnach nicht immer der Trainer schuld. Die Mannschaft müsse sich stattdessen schämen und das Bayern-Wappen schnellstmöglich wieder besser vertreten. Denkt ihr, Eberl kriegt den Club wieder in die Erfolgsspur?